Da wird jetzt gefühlt der Streamingraum gestürmt. Ihr habt das nicht mitbekommen, aber hier rütteln alle an den Türen. Alle wollen zu uns kommen. Ihr seid live dabei, immer noch auf der BerlinCon 2017. Und neben mir sitzt Carsten vom Schwerkraft Verlag. Traurige Wahrheit, dieses Schwein mir da. Du, das ist Showbiz. Ne? Du musst sozusagen den Leuten das Gefühl verschaffen. Also, ja, auf jeden Fall. Schön, dass ihr noch da seid. Das Problem ist, wir wissen auch gar nicht, ob die wirklich noch da sind. Ja, das mag sein. Also im Internet sind 97. Ah, sehr schön. Ich mag das. Ich mag das, wenn wir zusammen mit dem im Internet zweistellig werden. Ja. Carsten, was... Ich habe mir was gekauft hier. Ist das so ein... Ist das... Das waren ja... Das sind ja die Säcke von gestern. Die alten Säcke ja, von gestern. Ja. Ich weiß ja, welche der... Oh! Ja. Also es gibt zwei Leute hier im Raum, die haben die geilsten T-Shirts. Und ich fühle mich so gut an. Ich fühle mich jetzt so, wie du aussiehst. Man muss wirklich sagen, das hat wirklich haptisch, ist das enorm sexy, oder? Ich jetzt mit den das Fingererote. Ja, das, ja, leiden. Für 15 müssen. Euro, das ist einfach top. Das muss man haben. Ja, Mann, perfekt. Wunderbar, ich freue mich, aber wir sind ja nicht hier über coole T-Shirts zu reden, auch wenn das natürlich immer ein schönes Thema ist. Du hast uns hier was Schönes mitgebracht. Ja, ich habe euch ein schönes Spiel mitgebracht. Valeria, Königreich der Karten, ein Spiel, was wegen der Optik sofort auffällt. Es ist nämlich von dem gleichen Illustrator wie Räuber der Nordsee. Ja. Und es ist, wenn man es genau nimmt, sogar das zweite Spiel, was er illustriert hat. Er hat mit Räuber der Nordsee angefangen, hat damit direkt seinen Durchbruch gehabt und was für einen Durchbruch jetzt. Auf jeden Fall, ja. Genau, das ist sein zweites Spiel, was er illustriert hat. Wunderschöne Karten, ich glaube, wir zeigen mal ein paar Sachen. Auf jeden Fall, also auch Räuber der Nordsee, was du ja angesprochen hast, warum durch die Decke, natürlich auch nominiert, ne? Kennerspiel des Jahres. Und ein Grund, was das Spiel wirklich so toll macht, sind wirklich auch die Karten. Ne? Also hat man ja jetzt hier, und wenn ich die Karten hier auch schon wieder sehe, einfach schon wieder Lust. Ne? Der Mann ist wirklich großartig. Also es hilft natürlich auf jeden Fall, dass jemand dem Spiel eine Chance gibt, wenn du hier hinguckst. Ja. Also, du bleibst erstmal stehen, guckst dir die Spiele an und dann siehst du, dass die Mechanik auch ganz toll ist. Ja, du bist, ja, was soll ich sagen, neben mir wirkt jeder manchmal so ein bisschen leise, aber was machen wir hier, erzähl mal, für die da noch gar nichts wissen. Ich kann dir ganz die Background-Story anreißen, das Königreich Valeria wird bedroht von Monsterhorden, die liegen hier oben in der obersten Reihe aus, da sind verschiedene Monsterhorden. Ist das hier ein Owlbear? Das ist ein Eulenbär. Ja, ach, Entschuldigung, der Eulenbär natürlich. Der Eulenbär. Und hier der Baumhirte, die Monster stapeln, die werden nach unten noch mal stärker. Ja. Das heißt, nach dem Goblin kommt der Goblin Magier und zum Schluss kommt der Goblin König. Die Goblin Frau ist doch die stärkste eigentlich. Ja, wahrscheinlich eine gute Erweiterung. Ah, ja. Okay, und das Königreich ist allerdings schwach, denn der König hat nicht die Kraft, um das Königreich zu beschützen. Deswegen müssen die Spieler jetzt diese Rolle erfüllen, denn die Spieler sind Herzöge in diesem Königreich. Jeder Spieler bekommt so eine Herzogkarte. Ja. Also er bekommt genau gesagt zwei Herzogkarten und wählt aus den beiden Herzogkarten eine aus, mit der er spielen möchte. Dabei analysiert er, welche Karten auswiegen. Ja, also es sind verschiedene Monster bei. Das sind die zwei Reihen, in denen die Bewohner von Valeria liegen, also die Bürgerkarten. Und hier sind verschiedene Gebiete, es ist keine Karte doppelt, verschiedene Gebiete aus dem Königreich, da sind auch noch mehr in der Schachtel. Mhm. Und dann analysiert man und wählt dann den Herzog aus, weil die geben am Ende Punkte. Der wird immer geheim bis zum Schluss. Okay. Man kriegt auch während des Spiels Punkte hier für das Erschlagen von Monster. Dieses Symbol hier, das ist das Symbol für Siegpunkte. Ja? Man kriegt also Punkte während des Spiels. Aber zum Schluss sagt man, das waren meine Interessen und dann werden noch bestimmte Sachen belohnt, wenn man bestimmte Sets sammelt. Ja. Mechanisch funktioniert das so. Ich habe das jetzt mal auf den Kopf für mich. Ja. Der Herzog fängt an mit einem kleinen Herzogtum mit zwei Bürgern. Du hast einen Bauern und einen Ritter, das sind deine gesamten Untertanen. Du hast zwei Gold und eine Magie. Die anderen Spieler haben genau die gleiche Bedingung. Also alle fangen mit einem Bauern einen Untertanen. Und dann der Spieler, der am Zug ist, der würfelt beide Würfeln und generiert so drei Zahlen. Der generiert die 3, die 5 und die Summe aus beiden Würfeln, die 8. Okay. Und jetzt aktiviert er alle seine Bürger, die eine 3, eine 5 und eine 8 haben. Er würde jetzt also den Bauern aktivieren. Ja. Dann bekommt er das, das in der Titel zu sehen so bleibt. Mein Gott, da muss man ja, man muss wenigstens addieren können fürs Spiel, ja? Also das, ja, ja. Man muss addieren können oder muss auch ein bisschen vorausplanen. Und man muss auch sagen, die Würfel, die sind extrem geil. Die sind groß, ja? Ja, sehr schön. Okay, also wir würfeln, können dann aktivieren. Aktivieren und dann haben wir die Ertragsphase, dann spucken diese Bürger eben ihre Münzen, ihre Stärke oder ihre Magiepunkte aus. Mhm. Und dann gehe ich hin, das machen wir übrigens so. Ich würfel und kriege das nicht nur für meine, das gilt für alle anderen Spieler natürlich auch. Okay, die kriegen dann ihre Ressourcen. Die langweilen sich nicht, die überprüfen auch alle ihre Bürger. Jeder kriegt dann auch was seine aktivierten Bürger abschmeißen.
Und dann gehe ich hin und mache meine eigene Aktion, also die ist dann wirklich nur für mich. Dann gehe ich hin und nutze meine Ressourcen und kaufe was ein. Zum Beispiel mit der Stärke kauft man dann die Monsterpakete und man schlägt sie tot. Wenn man schlägt den Goblin tot, dann plumpst aus dem Kadaver noch eine Münze raus. Und wie man das so kennt von denen. Genau, hast du schon einen Siegpunkt gesammelt. So boxt man sich dann durch diese rein, dann gehe ich hin und sage ich mal, jetzt gebe ich noch mal 3 Gold aus. Aber das ist ein Joker. Solange ich mir was anderes kombiniere, also ich mir zum Beispiel 2 Gold machen und einen. Dann ist es ein Gold quasi. Also dann wird es so ein Gold, kann eine Klerikerin anheuern und bedient ab jetzt auch die Zahl 1. Die kommt gleich in meine Auslage. Kommt direkt in meine Auslage. Dann habe ich 2 Aktionen gemacht. Jetzt nehme ich die Würfel weiter, den nutze ich wieder gefüllt. Und der hat jetzt noch seine 5 und 6 zum Beispiel liegen, weil der hat ja noch nicht, war noch nicht im Zug. Aber das löst schon meine 1 aktiviert, meine Klerikerin. Aber weil es jetzt noch meine Runde ist. Wenn das Mikro noch hört, man. Das Mikro noch höher. Auf jeden Fall, das kommt im Chat zu wenig. Oder wollen wir ein anderes Mikro probieren? Guck mal, da neben dir liegt auf dem Boden noch ein anderes Mikro. Lass uns das mal probieren kurz. Musst du das nur noch aufziehen dann, das Mikro? Weiß ich nicht, ich kenne mich damit ja nicht so gut aus. Warte mal. Wir gucken gerade mal. Wenn es ein drittes ist, ziehe ich das einfach mal hoch. Ja. Und dann sollte nicht dabei sein. Einfach versuchen, wir gucken nochmal. Ja. Der Chat sagt, man hört zu wenig. Ich im Kopf höre was, aber nicht. Aber das verstehe ich positiv, die wollen mich hören. Ja, die wollen dich einfach hören. Die wollen. Ja, die können nicht alle Lippen lesen, aber die sind natürlich extrem gespannt. Alles gut jetzt vom Ton? Check. Lass uns einfach mal weiter. Ich krieg einen Daumen hoch, das ist wunderbar. Okay. Das hört sich gut an, genau. Okay, aber ich wiederhole jetzt nicht nochmal alles. Nein, wir haben es ja. Wir würfeln, wir aktivieren, die anderen schütten auch Ressourcen ab. Genau, und, wir machen unsere Sachen. Und irgendwann leeren sich nach und nach die ersten Stapel, weil zum Beispiel alle Kleriker haben wollten. Dann ist der Stapel erschöpft. Und irgendwann sind zum Beispiel alle Kreaturen aus dem Wald totgeschlagen. Dann wie das immer so ist, großes Lagerfeuer. Wenn du die Unglücksspinne erschlägst, dann putzt du entweder 3 Goldmünzen raus oder du kriegst einen Ritter, weil du ihr aus dem Kokon gehabt. Die hat ihn nicht ganz verdaut. Richtig, ne? Natürlich. Sehr schön thematisch, ja. Genau. Die Endbosse sind da so ein bisschen stärker hier. Das ist zum Beispiel dann die Spinnenkönigin. Die ist dann auch umso stärker für dich, je mehr du aus dem gleichen Set schon besiegt hast. Ja? Okay. Und dann, weil du hast die extrem wütend gemacht, nachdem du sozusagen all ihre Minions platt gemacht hast, genau. Die Gebiete haben alle Spezialfähigkeiten. Manche sind einmalig sofort beim Nehmen, manche gehen dann dauerhaft und verändern dann deine Fähigkeiten. Du kannst zum Beispiel Würfel drehen, nachdem du gewürfelt hast. Und dann gucken, dass die Würfel nur noch gut für sich sind und nicht mehr gut für die anderen, zum Beispiel. Aber die haben Bedingungen. Du kannst so eine Gebietskarte nur nehmen, wenn du natürlich entsprechende Bürger hast, um dieses Gebiet zu besiedeln. Also zum Beispiel, um den halben Groschenhügel zu nehmen, brauchst du mindestens 3 Bürger in deiner Auslage, die dieses Handwerkersymbol haben. Das ist der Bauer selber, der Startbauer hat das Symbol jetzt noch nicht. Könntest du zum Beispiel den Metzger nehmen, der wäre der 11 und 12 triggert, oder den noch einen zweiten Bauern. Ja? Und so kommst du irgendwann auf deine 3 Hämmerchen und dann kannst du den Halbgroschenhügel aktivieren, der dann was Besonderes kann. Das Spiel spielt sich richtig flott. Es geht für 1 bis 5 Spieler. Wir haben Solo-Regeln bei. In den Solo-Regeln ist es möglich, dass die Monster gewinnen. Die Monster schlagen dann nämlich auch in einer eigenen Würfelphase in ihrer Spalte die Bürger kaputt. Ja. Und können sich dann durchboxen bis zu den Gebieten. Das heißt, du kannst alleine spielen und gucken, ob du wirklich gewinnst. Ne? Wenn du es mit 2 bis 5 Leuten spielst, dann können die Monster nicht gewinnen. Dann prügeln die Herzöge um die Wette auf diese armen Kreaturen ein. Und wenn dann so viele von den Karten erschöpft sind, wie Mitspieler mal 2 mitmachen, endet das Spiel. Na, noch bis zum Startspieler halt nochmal. Dann werden die Siegpunkte gezählt, eben die ganzen Sachen, die ich eben genannt habe. Und das ist eine riesen Gaudi, vor allem, weil immer wieder andere Karten nehmen. Wer schon immer bei Machikoro geil fand, diesen Würfelmechanismus. Schöne Vergleich, ja. Der aber irgendwie. Sagte, hey, die Optik muss besser sein. Ja, genau, und ich will Fantasy und ich will einfach irgendwie Goblins niederhauen. Ja. Der ist hier sozusagen, der ist ein Must-Have. Der hat es jetzt eigentlich schon bestellt. Kann man es jetzt schon bestellen? Nee, ich habe es noch nicht aufgemacht zur Bestellung, weil ich so viele andere Sachen aufmache. Das ist, ich habe ja jetzt ab Dienstag mache ich auf die Terraforming Mars Erweiterung, die wir gerade gesehen haben mit dem doppelseitigen Spielbrett. Mache ich am Dienstag auf. Dann läuft jetzt gerade die Klong-Vorbestellaktion. Vorbei. Das werden wir ja auch sehen gleich. Klar. Das können wir jetzt gerne als nächstes machen. Wenn du möchtest. Das machen wir gleich als nächstes. Okay, als nächstes. Komm. Und aber hierzu nochmal, so halb sein meine Sachen, das ist ja nicht das Einzige, oder, aus dieser Welt? Nein, das ist eine, also diese Welt Valeria, da gibt es erstmal zu diesem Spiel gibt es Erweiterungen und es gibt aber auch andere Spiele, die sich dieser Welt Valeria bedienen. Die sind auch immer alle von dem gleichen Illustrator, sodass man diesen Wiedererkennungseffekt hat und noch einzelne Namen und Begriffe kommen dann wieder vor. Ja, wie zum Beispiel der Goldobelisk von Ne, der kommt dann auch woanders nochmal vor, in einer anderen Funktion, in anderen Regeln. Aber dann ist der Goldobelisk von Ne eben ein Bestandteil dieser Welt. Das macht das Ganze besonders thematisch. Und können wir das Ganze dann auch in Deutsch erleben? Nimmst du dich allem an oder... Jetzt müsst ihr natürlich schreiben, wir wollen alles, wir wollen... Das wollen die, aber vor allem wollen die alles. Alles klar. Du schaust mal. Nein, pass auf. Also,
ich liebe dieses Artwork. Also ich liebe dieses Spiel und ich werde auf jeden Fall mehr dazu machen. Nur ich halte es niemals für klug, dass ich aufhole, was der Originalverlag gemacht hat, indem ich alles auf einmal mache. Ja. Ja, nur weil der Originalverlag jetzt schon einen Schritt weiter ist mit einer Erweiterung, ich dann beides auf einmal, ich halte das nicht für eine sinnvolle Geschäftspolitik. Das heißt nicht, dass die Sachen nicht kommen, das heißt aber, dass ich eben einen schönen Veröffentlichungsplan haben möchte. Und das muss man mir halt zugestehen. Also lasst die Füße gemütlich unterm Tisch stehen. Es wird noch mehr kommen auf Deutsch. Hier ist ja auch erstmal jede Menge drin. Es ist gefühlt auch nicht das einzig tolle Spiel vom Schwerkraftverlag und generell auf der ganzen Welt. Also eigentlich habt ihr genug, wartet ein bisschen und dann geht's hier auch weiter. So ist es. Sehr schön. Dann geht's auch hier mit uns gleich weiter. Wir machen noch eine kleine kurze Umbaupause und dann gibt's Klonk. Auf die Mütze. So sieht's aus. Okay.